Bereits zum dritten Mal gab es den Ehrenfelleslauf in Berratshausen. 22 Starterinnen und Starter des Armin Wolf Laufteams waren mit dabei, neu ausgerüstet. Jawohl. Unsere neuen Trikots, wir danken allen Sponsoren. Top, 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 danke. Wo ist der Beifall für unsere Kinder? Wo ist unser Spalier? 1, 2, 1, go! Das war Schwerstarbeit für alle Beteiligten. Und dann der nächste Start. Unsere Eltern machen mit! 2, 1, go! Beim 2,6 Kilometer Kinderlauf siegte Finn Wieland. Und einer Beifall für die Schwestern. Dann waren die Erwachsenen dran. Zuerst über die 9,5 Kilometer, dann über die 5 Kilometer. 3, 2, 1, go! Super, Mädels. Auf geht's, Conny! Aber das machen wir alles miteinander. Ich glaube, Michel Kopner-Russo würde gerne das letzte Mal in Grünau aussagen, auflösen.
Petra Stieger von den alten Rennsemmeln aus den USA. Heute auf geht's! Heute über die 5 Kilometer, morgen schon wieder am Start in Neutraubing. Über die 5 Kilometer gab es eine besondere Wertung, eine Mannschaftswertung der Frauen. Und die Verena hinter der Luftmüller. Großartige Atmosphäre im Zielbereich und auf der Strecke. Super! Franziska, gut 46 Minuten, sauber! In den Wäldern und Berathausen. Run to me, I'll be here for you. Das Besondere am Ehrenfelslauf, diese Idylle. Der Ehrenfelslauf in Berathausen hat auch in diesem Jahr einen Benefizgedanken, einen Benefizzweck. Es wird Geld gesammelt und zwar für einen Afrika-Verein. Bettina Lassleben ist jetzt bei mir und wird uns ein bisschen was erklären, was hier gemacht wird, zum Beispiel in Gambia. Ja, genau. In Gambia bauen wir jetzt gerade eine Schule auf, um den Kindern Bildung zu ermöglichen. Und die Bildung ist der Schlüssel für ein besseres Leben und wir unterstützen dort Waisenkinder, die eigentlich ohne unsere Unterstützung niemals die Schule von innen sehen würden. Also tolles Projekt für Afrika, super Benefizgedanke, aber auch super Stimmung hier in Berathausen bei der dritten Auflage vom Ehrenfelslauf. Matthias Beer ist der Bürgermeister und ich glaube, heute kann man ein super erfolgreiches Fazit ziehen. Ja, es ist bestes Wetter, es ist beste Stimmung, es ist beste Teilnehmerzahl. Wir haben wieder erneut einen Rekordwert bei der Teilnehmerzahl. Wir sind einfach unglaublich stolz, dass die dritte Auflage auch wieder so ein Erfolg ist. Ich möchte dem ganzen Team vom TSV danken. Ich möchte auch dir danken als Moderator von dem Event, alle Beteiligten. Es ist einfach für uns aus Berathausen einmalig, sowas ausrichten zu dürfen. Ein kurzer Rückblick auf den dritten Berathausener Ehrenfelslauf. Zum dritten Mal haben wir neue Teilnehmerzahlen erreicht. Diesmal mit knapp 470 Teilnehmern, was für Berathausener Verhältnisse eine Riesenleistung ist. Man sieht ja, das Laubertal ist wunderschön einfach. Der hohe Felsen, Alleweg, Hintri, Wassergasse. Einfach, ich glaube, eine der schönsten Strecken, kann ich sagen, in ganz Bayern.